Hier ist eine Anleitung zur Umstellung der Raumthermostaten von Heizbetrieb auf Kühlbetrieb. Hier 5 Sekunden lang drücken, dann Modus umstellen, einmal, zweimal, dreimal. Jetzt erscheint hier Heizbetrieb und Kühlbetrieb. Nochmal Enter drücken, dann kann man aussuchen zwischen Heizbetrieb und Kühlbetrieb. Jetzt Kühlbetrieb. Enter und in diesem Fall erscheint hier das Zeichen für Kühlbetrieb und die Temperatur für den Kühlbetrieb kann man hier einstellen. In dem Fall ist jetzt das System auf Kühlbetrieb umgestellt. Sofern die Anlage unten im Heizraum auch auf Kühlbetrieb gestellt ist, würde jetzt hier sich das Ventil öffnen und das kalte Wasser mit der Zirkulationspumpe im Heizraum beginnen hier zu zirkulieren. Um wieder auf Heizbetrieb umzustellen, macht man dieselbe Prozedur. Lang drücken, Programm wechseln, also ganz durchgehen, Enter. Jetzt von Kühlbetrieb wieder auf Heizbetrieb wechseln, Enter. Und jetzt ist Heizbetrieb. Natürlich wird jetzt hier kein Heizsymbol erscheinen. Erstens, weil unten die zentrale Anlage auf Standby ist, was das Heizen betrifft. Zweitens, weil die Temperatur, die hier jetzt eingestellt ist, niedriger ist als die Temperatur, die derzeit im Raum ist. Jetzt kann ich diese Temperatur auch nochmal ändern und so lassen. Dann erscheint jetzt diese Temperatur. Jetzt sind wir im Heizbetrieb. Natürlich macht das System nichts, also die Ventile gehen nicht auf, weil die Temperatur ja für den Heizbetrieb höher ist als die eingestellte oder Solltemperatur. So kann man zwischen den beiden Betriebsarten hin und her stellen. Achtung, eine wichtige Sache, das darf man nicht im Badezimmer machen, denn im Badezimmer ist eine große Kondensgefahr. Das heißt, das nur in den Wohnräumen machen.